Liebe Eltern des Stadtelternrates, mein Name ist Anke Klitzke. Ich bin seit 2016 für Bündnis 90 Die Grünen im Stadtrat und werde auch für den kommenden kandidieren. Ich bin Architektin und arbeite in einem Architekturbüro in Braunschweig. Wir stehen hier vor dem neuen Baugebiet Hohes Feld. Hier ist, wie bei anderen vorher auch schon, eine Kindertagesstätte fester Bestandteil der Planung. Es ist uns wichtig, dass allen Eltern in Gifhorn ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot gemacht wird. Auch ist uns auch wichtig, dass kurze Beine kurze Wege haben. Im Bereich der Stadtplanung werden wir weiterhin und das vorausschauend uns dafür stark machen, dass alle Eltern in Gifhorn einen Kindertagesstätten- oder Krippenplatz bekommen können. Liebe Eltern des Stadtelternrates, mein Name ist Holger Klitzke und ich kandidiere für den Stadtrat. Ich bin verheiratet, Vater von drei erwachsenen Söhnen und bin als Bauingenieur in meinem eigenen Büro tätig. Hinter mir sehen Sie die vor kurzem fertiggestellte Mensa und Krippe der Wilhelm-Busch-Schule in Gamsen. Aus unserer Sicht ein sehr gelungenes Gebäude, denn hier ist ein Gebäude entstanden, das den Kindern einen Lernort zum Wohlfühlen bietet. Damit das auch für die zukünftigen Neubauten und vor allem für die bestehenden Kita- und Schulgebäude der Stadt Gifhorn gelten soll, setzen wir Grüne uns ein. Infolge der Auswirkungen des Klimawandels müssen unsere Kita- und Schulgebäude klimaneutral, schadstofffrei und nachhaltig umgebaut und saniert werden. Auch hierfür setzen wir Grüne uns ein. Denn wir wollen, dass alle Kita- und Schulgebäude Vorzeigemodelle für Umwelt- und Klimaschutz werden. Darüber hinaus fordern wir, dass die Schulen mit CO2-Messgeräten und Lüftungsgeräten angemessen versorgt werden. Wie wichtig das ist, hat uns die Pandemie gezeigt. Mit all diesen Maßnahmen ist es möglich, Lebensqualität unserer Kinder und damit auch unsere für die Zukunft zu sichern. Lieber Stadtelternrat der Kitas in Gifhorn, mein Name ist Hagen Schink, ich kandidiere für den Stadtrat. Ich bin Vater eines Schul- und eines Kindergartenkindes. Wie uns zieht es viele junge Familien nach Gifhorn. Diese an sich positive Entwicklung wird dadurch getrübt, dass es bei uns immer noch an Krippen- und Kindergartenplätzen mangelt. Dieser Mangel wurde bisher dadurch gelindert, dass die Gruppengrößen erhöht wurden. Wir Grüne möchten diese Entwicklung wieder positiv begleiten, indem wir Bedingungen schaffen, die eine Verringerung der Gruppengrößen ermöglichen. Ganz konkret möchten wir, dass Kindergartengruppen maximal 20 Kinder umfassen. Dies möchten wir neben dem Ausbau der Kindergartenplätze dadurch erreichen, dass wir die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern fördern. Die frühe Förderung unserer Kinder ist die Grundlage für ihre spätere erfolgreiche schulische und berufliche Ausbildung. Daher möchten wir Grüne in den nächsten 5 Jahren Angebote zur Sprachförderung, zur interkulturellen Kompetenz und integrative Gruppen fördern. Uns von Bündnis 90 den Grünen ist jetzt wichtig, dass allen Kindern mit ihren individuellen Unterschieden gleich gute Bedingungen zum Schulstart ermöglicht werden.